Wir stehen vor dem Landtag in Mainz, wo heute Nachmittag über die Ergebnisse der Enquete-Kommission zur Demokratie und einer aktiven Bürgerbeteiligung gesprochen wird. Eines der Ergebnisse der Kommission, die Hürde für Volksbegehren in Rheinland-Pfalz soll abgesenkt werden. Der Landtag Rheinland-Pfalz wird schon 2016 neu gewählt. Das heißt, die Zeit, um eine Verfassungsänderung auszuhandeln, ist sehr, sehr knapp. Dies aber notwendig, um die Hürde von Volksbegehren in Rheinland-Pfalz abzusenken. Aktuell sind das 300.000 Unterschriften und die Fraktionen müssen sich jetzt noch darauf einigen, wie die zukünftige Hürde aussehen soll. Runtergehen wollen sie alle, aber sie sind sich noch nicht klar, wie tief, und deswegen läuft die Zeit. Als kleine Erinnerung, weil es ein historischer Tag werden kann, haben etwa 5.500 Menschen innerhalb kürzester Zeit unterschrieben. Für den heutigen Tag, das möchten wir Ihnen gerne überreichen. Die Zeit läuft, eine Zeituhr in den Parteifarben. Und ich glaube, es hat sich in der Gesellschaft viel getan, was auch die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger anbelangt. Denn sie sind anspruchsvoll geworden und das ist richtig. Nur anspruchsvolle Bürger sind auch kritisch in der Demokratie. Es wirkt wirklich darum gehen, dass man mehr Menschen für Demokratie immer wieder aufs Neue begeistert, sie ja runterholt sozusagen vom Schaukelstuhl und ins Getümmel, ins Leben der Demokratie mit auffordert. Jetzt kommt es drauf an und dafür werden wir auch kämpfen, dafür werden wir sorgen, dass eben dieser Abschlussbericht nicht nur Papier bleibt und uns mit aller Kraft und mit den guten Argumenten alle gemeinsam dafür einsetzen, dass die entsprechenden Hürden abgebaut werden, dass Bürgerbeteiligung möglich ist. Und das ist auch eine der Lehren, die wir daraus ziehen, was wir in Diskussionen um Stuttgart 21 beispielsweise hatten. Es kommt heutzutage auch stark darauf an, wie Entscheidungen getroffen werden, wie transparent sie sind, wie die Leute mitgenommen werden, wie sie beteiligt werden. Und es steht uns als Parlament auch gut an, da mehr Mut zu haben, die Bürgerinnen und Bürger auch mehr zu beteiligen. Wir stehen jetzt hier und haben 5.000 Unterschriften übergeben für die Absenkung der Volksbegehrenshürde, für bessere, für faire Volksbegehren in Rheinland-Pfalz. Aber das geht natürlich auch über die Landesgrenzen hinaus. Nicht nur in Rheinland-Pfalz, auch in Hessen, auch in Nordrhein-Westfalen, auch in Baden-Württemberg wird die Frage der direkten Demokratie aktuell in den Landtagen diskutiert. Und wenn sich Rheinland-Pfalz auf eine niedrige Hürde einigt, wenn sich alle Fraktionen einigen, die Hürden abzusenken, dann hat das auch Ausstrahlung auf die anderen Länder, in denen das diskutiert wird. Umso wichtiger ist es, dass CDU, Grüne und SPD sich hier im Landtag einigen. Und ja, das ist das, wofür wir jetzt von mehr Demokratie weiter Druck machen müssen.